Eine Vertragsverlängerung von Castells. Er verlässt den VfL Wolfsburg 2024. Eine sehr plötzliche, erschreckende Nachricht. Nachdem man schon eine schlechte Nachricht mit der Niederlage heute bekommen hat, kam das jetzt am Abend natürlich noch besser für einen sehr schönen Schlaf. Nämlich, ja, einer, der seit 9 Jahren konstante Leistung im Tor hinten zeigt, gekommen von Hoffenheim, dann erstmal ausgeliehen zu Bremen und sich dann zur Nummer 1 erarbeitet. Von der Nummer 2 von Benaglio hat er ihn einfach überholt. Wirklich einer der besten Torhüter jetzt geworden, also mindestens, wenn nicht sogar der beste. Deswegen schade, dass er geht. Wir wünschen ihm dennoch am Ende der Saison viel Glück auf seinem weiteren Weg, dass er einen Top-Club auch findet, wo er bessere Karten hat, und hoffen, dass wir einen guten Ersatz finden.